Was gibt's denn? Es ist wegen dem Gustl. Oh, ich hab Ihnen doch gesagt, dass es mir egal ist. Ich bin böse auf ihn. Na also, das erleichtert doch die Sache. Nicht so böse. Aber ich habe mich sehr über ihn geärgert. Geht er auf den Opernball und nicht mit mir? Na, das ist eine Frechheit. Sondern mit seiner Mama. Ja, was habe ich damit zu tun? Ich möchte... Was? Ich will... Ich bitte halt, dass Sie mit mir auf den Opernball gehen. Was, ich? Als mein Kavalier. Ich kann da schließlich nicht allein gehen, nicht? Nein, gibt's noch keinen anderen? Dutzende. Aber ich habe mir gedacht, auf Sie wird der Gustl nicht so eifersüchtig sein, dass er ernstlich böse wird. Nämlich so, wie Sie gestern ausgeschaut haben. Und heute? Heute schauen Sie so aus, dass es mir egal ist, wenn der Gustl vor Eifersucht zerspringt. Also gehen Sie mit mir. Nein, es geht doch nicht. Liebes Kind, wie stellen Sie sich das vor? Großartig. Bitte, bitte, lieber Herr Dirrieder. Herrgott, das wäre ein Aufsehen. Sie auf dem Opernball. Schrecklich. Ich käme gar nicht dazu, mit Ihnen zu tanzen, so würden sich die Weiber um Sie reißen. Nein, das ist übertrieben, ja? Ich kenne doch die Weiber. Und der Gustl den schön dumm aus der Wäsche schauen. Ist ein Frackhemd. Und Ihre Schwägerin, die tät vor Ärger in die Luft gehen. Die zerplatzt. Und das lasse ich mich auch nicht entgehen. Sie soll zerplatzen. Hanni, ich gehe mit Ihnen auf den Opernball. Ja. Hm? Ach, Sie... Was? Sie sind riesig, sind Sie. Hanni, das dürfen Sie nicht tun. Das dürfen Sie nicht mehr tun. Hm? Dass der Herr Huber sieht, dann fliegen wir alle zwei aus dem Sache hinaus. Also bei uns in Reichenberg, da war er damals 42, 43, hat er gastiert in der lustigen Witwe. Als Danilo. Nun, als Witwe wird er gastiert haben. No, und dann hat es geheißen eines Tages, er wird den Tannhäuser singen. Aber das war nur seine böswillige Verleumdung von der Konkurrenz. Eines Tages, oh, meine Verehrung, Herr Dirrieder. Guten Tag. Meine ganz spezielle Hochachtung. Ich habe eine günstige Mähre für Sie. Die zwei Karten für den Opernball sind schon auf der Welt. Na, sehen Sie, ich habe es doch gewusst. Auf Sie kann man sich verlassen. Auf mich? Aber der Herr Huber hat gesagt, es ist ausgeschlossen, noch eine Karte zu bekommen. Der Huber. Aber von mir ganz zuverlässig. Ja. Morgen, Sie kriegen zwei Karten für den Opernball. Und wegen des Frackes habe ich auch meine Fühler ausgestreckt. Ja. Und Sie bekommen einen tarnlosen, erstklassigen Frack von Hofer. Und zwar, jemand hat ihn bestellt und hat ihn nicht abgeholt. Ja, Sie sind aber tüchtig. Kann der Huber noch ein Beispiel nehmen? Na, was? Das klar. Ciao. Guten Tag. Sagen Sie mal, woher haben Sie die Karten bekommen zum Opernball? Noch vom Huber, ne? Ja, aber... Kerzl, auch zum Opernball? Ja, es muss. Ich treffe ein paar einflussreiche Leute. Also dann viel Vergnügen. Das glaube ich nicht. Die haben nämlich für heute Nacht Alkoholverbot auferlegt. Das ist gescheit. Ja, aber sehen, lass ich halt's nicht ein. Wir müssen noch einen Moment warten. Der Kranz Müller kommt noch. Sag einmal, hast du deinen Onkel heute eigentlich schon gesehen? Nein, aber ich fürchte, ich werde das Vergnügen haben beim Opernball. Nicht wahr, mein Onkel geht doch zum Opernball. Ja, es ist mir gelungen, zwei Karten für ihn aufzutreiben. Zwei? Na, da bin ich aber gespannt, mit was für einer abgetakelten Fregatte der auftauchen wird. Abend. Wieso hast du mich? Gottes Willen, was ist denn passiert? Sie ist gestürzt. Ich glaube, sie hat ihr Bein gebrochen. Entsetzlich. Bitte meinen Schlüssel. Ja, der ist ja noch oben, den haben Sie aber nicht mitgenommen. Bitte, aber Sie können doch nicht... Was kann ich nicht? Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Ich kann das Mädchen doch nicht auf der Straße liegen lassen. Aber in ein anderes Zimmer legen. Ja, doch geben Sie mir doch ein anderes Zimmer. Ich hab keins, wir sind ja ausgebucht. Sie sind wirklich nicht normal. Bitte bestellen Sie sofort einen Arzt. Ein Arzt, wir wollen einen Arzt. Hallo, der Sacher-Portier. Ja, bitte, Moment. Nein, bitte, die Herrschaften sind nicht da, die sind ausgegangen. Bitte? Gut, ich werde es ausrichten. Ja, Herr Dr. Daubel hat angerufen, lässt schön grüßen. Pardon, Herr Doktor, bitte, Herr Doktor, was sind Sie für Doktor? Ein Rechtsanwalt. Hanni. Ja, bitte? Darf ich jetzt aufstehen? Ich halte es nicht mehr aus. Nur wenn Sie meinen Fuß weiter in der Hand haben. Ja, ich kriege einen Hexenschuss wieder. Beim besten Willen, es geht nur nicht. Nur noch eine Minute.
schon. Da ist der Herr Doktor. Wie? Das ist die Patientin. Ja, das ist die Patientin. Das sehe ich, Dr. Holz. Na, wo liegt der Hase im Pfeffer? Ah, das sieht ja ganz niedlich aus. Schöne Verstauchung. Ja. Dazu noch eine hübsche Bänderzerrung. Also vor allen Dingen keinen einzigen Schritt mehr gehen, sofort ins Bett und flachlegen. Ins Bett? Na, wohin denn? Na, wohin denn? Sonst könnte unter Umständen bei Ihnen ein Kollaps eintreten. Also flachlegen und einen kalten Umschlag auf den Knöchel. Ich verschreibe Ihnen dazu eine Salbe. Die riecht ein bisschen unangenehm, aber wenn die gut aufgelegt wird, können Sie morgen schon zu einem Facharzt. So, hier ist das Rezept für Ihre Fräulein Tochter. Das ist nicht meine Tochter. Oh, für die Frau Gemahlin. Ja, pardon. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Danke, danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Na also, ja. Sie muss liegen. Ja. Bein hoch, platt. Ja. Ja, ich würde sie ins Bett tragen. Ich glaube, Sie tragen sie ins Bett. Ich, ja, ich bin auch ein Ischiasnerv, ne? Tragen wir sie gemeinsam. Gemeinsam? Ja. Ja, gut. Wie nehmen wir es denn? Krobotisch. Krobotisch. So, also wenn es der Wehtut schreit. Ja, aber Vorsicht. Ja, ich sage gerade, so schreit man sie nicht. Weil nicht mehr kann ich machen, dass ich sage, so, ihr Wehtut. So, also. Ein, zwei. Drei. Hupla. Hupla. Ja. So, jetzt gießen. Was? Das Gießen. Wieso? So. Na, hat's wehgetan? Im Gegenteil. So, also, ausziehen kann sich allein zudecken, auch und wir gehen. Ja, Moment. Ich habe den Hausdiener in der Loge stehen, der ist dem ja nicht gewachsen. Schön, dann gehen Sie hinunter und besorgen Sie mir die Salbe. Ja, kann Sie sich auch allein aufschmieren. Ich will aber nicht allein bleiben. Ich habe mich so auf den Opernball gefreut. Ich konnte nichts dafür. Jetzt weinen Sie. Jetzt haben Sie es erreicht. Weint, nicht weinen. Hanni, ich bleibe da. Sie wollen ja auf den Opernball. Ich wollte überhaupt nicht auf den Opernball. Was heißt das? Ihretwegen wollte ich gehen. Jetzt gehe ich eben ihretwegen nicht. Übrigens, es wird übertragen im Fernsehen. Ja, natürlich. Es muss bald losgehen. Schön. Wohnen wir den Opernball im Fernsehen. Ja. Und Herr Huber ist zu lieb und besorgt uns eine Flasche Champagner. Was? Na, hören Sie, das ist doch das Wenigste, was ich tun kann von einer jungen Dame am Opernball.